Guten Tag, ihr Lieben, und willkommen zu diesem neuen Video. Heute schauen wir uns mal zusammen den Command Blocker an. So, wie eben schon gesagt, schauen wir uns heute einen Command Blocker an bzw. ein Plugin, das ich eben mal auf SpyGodMC rausgesucht habe. Zwar ist es ganz simpel, und zwar blockt dieses Plugin Commands, die ihr in einer Config einstellen könnt, und ist eigentlich ganz praktisch und cool. Würde ich sagen, laden wir es uns direkt runter, einmal behalten und gehen hier in den SpyGod Test Server, hier in Plugins, und ziehen das Ganze einmal rein und starten den Server direkt. Dann können wir theoretisch hier die Seite wieder zumachen. Hier könnt ihr ihm noch was über PayPal donaten. Ansonsten minimiert ihr das Ganze einfach. Dann habt ihr hier das Ganze, ihr seht Command Blocker. Hier seht ihr nochmal den Link dazu. Und genau, dann gehen wir zuerst mal, bevor wir ingame gehen, hier in die Command-Blocker-Ordner und in die config.yml. Dann könnt ihr hier Dinge eintragen, wie zum Beispiel /pl-Plugins. Wir tragen mal hier einfach noch /patty mit dazu, dass ihr seht, dass es auch funktioniert. Und hier schreiben wir einfach mal dieses Kommando mit 2M. Kommando darfst du nicht ausführen. Punkt. So, würde ich sagen, das passt soweit. Dann machen wir das Ganze zu. Dazu müssen wir, glaube ich, den Server einmal neu starten. Also stoppe ich das Ganze. Schau mal. Da. Ja. Und gehen dann hier wieder in den Hauptordner. Drücken hier mal auf Start. Und jetzt lädt das Ganze. Das dauert hier nicht so lange. Da ist er schon. Dann gehen wir hier einmal auf The Rack Connect, gehen auf meinen Testserver. Und jetzt sind wir drauf, und jetzt können wir hier einmal /pl eingeben, und ihr seht, dieses Kommando darfst du nicht ausführen. Ich konnte das jetzt, weil ich halt noch Admin bin. Aber /ver geht nicht, da zeigt es mir nichts an. Das ist ein kleiner Nachteil, auch bei Admins, weil theoretisch bin ich hier OP, theoretisch kann ich das alles. Aber das ist ein bisschen blöd. Aber ansonsten passt das eigentlich alles. Jetzt schauen wir mal auch noch /patty. Ihr seht, funktioniert auch nicht. Das heißt, ihr könnt damit eigentlich jeden Command sperren, den ihr wollt. Ich weiß nicht, ob Argumente auch funktionieren beim Sperren. Das könnt ihr ausprobieren und unten in die Kommentare schreiben. Ansonsten hoffe ich, euch hat das kleine Video gefallen. Heute war ein bisschen kürzer. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ciao.